will der liebe Gott mich alle jeden Tag auf neue ärgern. Wieso? Ja, jetzt kommt. Geh da mal, das war nicht normal gestern. Was hast du denn jetzt hier? Bleib doch mal stehen. Wir haben doch heute was ganz Neues vor. Ja. Aber ich, nee, weißt du, was? Du richtig aufgebracht, war? Ja. Da habe ich einen Abfallcontainer. Nur für Grünabfall. Da fangen die Leute an und schmeißen Papier rein. Wenn ich die erwische, die das gemacht haben, ne? Das ist nicht normal. Das ist ein Grünabfallcontainer. Jetzt fangen sie da an, Papier reinzuschmeißen. Dann muss die Scheiße wieder rausholen. Ich. Ich dachte, du hast hier alles im Griff. Ja. Wenn ich über Tag an Arbeiten bin, dann kann hier jeder machen, was er will. Soll ich mir 8 Monate Urlaub nehmen und mich auf die Lauer legen? Und die Leute jeden Tag in den Arsch treten, was er macht? Meine Fresse. Nun geh doch nicht alle aus dem Bild. Ecke, wir wollen weiter. Ja, wir haben noch gar nicht gesagt, was wir vorhaben. Oh nee, stimmt ja schon wieder. Habe ich wieder total vergessen. Ja, wir wollen ganz vernünftig. Leute, ganz vernünftig. Kommst du? Ja, ich bin. Nee, das kann mir stinkensauer machen. Ich finde es jetzt, aber das kann mir stinkensauer machen, sowas. Dann wollen sie umweltfreundlich sein. Papiercontainer, Grüncontainer. Grüncontainer nur für den Sportplatz und Papier im Papiercontainer. Was machen sie? Schmeißen da den Grünabfall. Ja, und dann fahren sie nach Hause so. Ich habe meine Tat getan. Kinder, seht ihr, so müsst ihr das machen. Mach die Bewegung normal. Ja, ist doch so, Kinder. So müsst ihr sein, ey. Nun komm doch eben ins Bild. Oh, Wilke, wir müssen weiter. Wir haben was Neues für den Verein gekauft. Ja. Soll ich das jetzt sagen, was das ist? Wir haben einen Berliner Wagen gekauft. Der wird jetzt umfunktioniert. Lässt du mich auch wohl mal ausreden? Entschuldigung, Prinzessin. Komm doch eben ins Bild. Oh, du willst doch reden. Ja, aber dann dreh dich doch nicht mit dem Rücken zu mir, du Eiergesicht. Wir haben einen alten Berliner Wagen gekauft. Und der wird jetzt umgebaut, ne? Jetzt bauen wir den Berliner Wagen um in eine Pommesbude. In eine Pommesbude oder einen Pommeswagen? Ein Pommeswagen ist doch egal, Bude, Wagen. Und das interessiert doch keinen. Du bringst immer mehr Erotik rein, ne? Wir bauen jetzt in ein paar Episoden den Berliner Wagen zum Pommeswagen um. Und bis zum Weihnachtsmarkt ist er fertig. Mit der Kabine, das will ich dir ganz ehrlich sagen, das wird so nicht wieder passieren. Du musst doch nicht jeden Sonntag hier wegen solcher Idioten-Schwachköpfe hier gehen. So eine Scheiße. Dir ist aber ja wohl klar, dass wir den Wagen nicht alleine umbauen. Nee. Mit dir ist keine Hilfe. Nee, das weiß ich genau, dann setze ich da alleine mit. Deswegen habe ich jemand ganz Besonderes gefragt. Wen hast du gefragt? Kevin. Nee, du bringst mich schon um den Verstand und Kevin, der noch schlimmer. Wieso? Ey, da laufe ich durcheinander mit der Kevin, das ist noch ein schlimmer Fall wie du. Ey, Wilke, du kannst mit mir alles machen, aber nicht das. Du hast dich oft mit Kevin in den Klatten, ne? Ja. Ihr wollt mir Willi frühzeitig ins Grab bringen, ne? Wir brauchen aber doch jemanden, der hilft. Ja, aber doch nicht Kevin! Oh, Wilke. Bruno, mach die Kippe aus, hier wird gearbeitet, Junge. Wisst ihr, das meine ich. Das ist eine Minute hier. Ich darf gar nichts. Erst im Aufrauchen. Ey, da wird nicht drin geraucht. Raus da! Wieso das denn? Bruno, weil das eine Pommesbude ist und keine Rauchecke. Komm hier raus! Hier ist doch gar nicht fertig! Komm raus da, hier wird nicht drin geraucht! Hier wird geraucht noch, ist doch noch nicht fertig! Mach mich wahnsinnig, wisst ihr, mir darf nirgendwo mehr rauchen! Was hast du denn? Oh, meine Fresse! Also, Kevin hat Udo. Ach, hier ist mein Besen, den ich schon seit 2 Tagen suche. Der war in der Garage! Ja, der war in der Garage, der stand hinten in den Schuppen. Den hast du wieder hinterm Arsch liegen lassen, ja, wie alles! Ding. Ja, weil du nicht aufräumst. So. Jetzt ist nämlich auch endlich mal einer. Der muss da durch, jetzt passt er. Der muss da durch, Udo, sag ich doch. Ist doch, Udo, jetzt ist auch endlich mal jemand da, der bestätigen kann, dass du nichts tust. Da muss ich wirklich recht geben. Du brauchst hier ja schon wieder drin. Ja, meinst du, dass ich eine halbe Zigarette wegschmeiße? Rauch die doch draußen. Leck mich am Arsch, ich hab keinen Bock, ich höre jetzt ab heute auf. So, jetzt ist Schluss. Wie oft hast du das schon gesagt? Jetzt ist Schluss. Wie oft hast du schon gesagt, dass du aufhörst? Nee, komm her, ich werd jetzt mit dir vor laufender Kamera. Für mich ist jetzt ab heute. Letzte Zigarette. Dann hast du schon, Kevin, 80 Mal, dann hast du schon 80 Mal gesagt. Komm her, Kevin, ich höre jetzt ab heute auf. Wenn ich wieder anfange, hier auf dem Sportplatz oder irgendwo anders. Dann machst du mich weiter. Krieg dir 2 Kisten Bier von mir. Und 2 Osborn. So. Kevin, weißt du noch, als er sich
Akupunktur in die Ohren setzen lassen hat, damit er nicht mehr raucht. Nee, komm. Jo, Wilke. Und dann später hast du wieder geraucht. Wie viel hast du dafür bezahlt? Mehr als eine Schachtel. Wie viel hast du dafür bezahlt? 20 Euro. So, und bitte, du bist mir eingefallen, der Kühlschrank passt da nicht durch. Lass uns mit einem Schwung in der Richtung bitte werfen. Und wir treffen jemanden, da gab es P für. Mit dem Scheißding an und raus damit. Mit dem Ding. Meine Fresse. Du machst die ganze Kante kaputt, Udo. Udo, ey. Udo, du hast hier jetzt alles weggebrochen, du doof. Könnte noch 3 Jahre länger dauern. Udo macht jetzt ja mit. Stellst du dir die Bude mal vor? Ja, das ist, das wird die neue Pommesbude. Ja. Ja, komm mal rein. Man sieht doch so alles. Wilke ziehen. Einer muss das doch dokumentieren. Ja, das ist auch das Beste, was du kannst. Weil zwei Hände zum Arbeiten wirst du nie bekommen. Sag das doch mal. Kevin, wo krieg ich Fett weg? Ich mein, Fett kriege ich ja genug von Wilke schon. Was ist denn jetzt? Soll ich wieder alleine arbeiten? Sollen du hast doch gar nichts sollen gemacht. Wir da mit 3 Leuten rein, oder was? Das kannst du mit der Hand abschrauben, Mann! Du hast doch 2 gesunde Hände, Junge! Udo, wir brauchen die Leitung da noch. Bist du doof, oder was? Die Leitung kannst du nicht mehr gebrauchen. Nee? Nee. Die ist verrostet, ist die. Kevin, bring mir mal... Meinem Kunststoff vor, genau. Verrostet. Gib mir einen Akkuschrauber. Ihr wollt mich richtig ärgern, echt. Los! Ganz ehrlich, Wilke, ihr wollt mich wirklich frühzeitig ins Grab bringen, ne? Gestern beim Kardiologen war, ich hab mich durchchecken lassen. Ich musste 20 Minuten auf dem Fahrrad. Und was? Hat auch nichts mit dem Kopf zu tun. Und ich war wirklich, er war begeistert. Alles in Ordnung. Mein Herz, die Leistung. Und wie viel Kippen hast du gehabt auf dem Fahrrad? Ich hab keine Kippen auf dem Fahrrad gehabt. Ich bin doch jetzt noch beim Arzt. Ich brauche ein Kreuz. Wie blöd bist du eigentlich? Guck dir den Halter dahinter eben an. Ja. Da kannst du gar nicht rankommen! Was denn jetzt? Ziehen ist schon schlimm, aber nee. Aber du bist schlimmer. Wer ist da? Udo? Hier, hoch! Klare Ansage jetzt! Was machst du da kaputt? Was ist da los? Klare Ansage. Du bist Trainer, Jugendbetreuer. Ja. Jedes Netz hinter den Jugendtoren nach dem Training abnehmen. Jawohl. Roman Maurer hat es gestern Abend gemacht. So. Du weißt, wo du bist. Jawohl, ja. Sonst Lack ohne Ende. Ja, ja. Es reicht. Und du weißt, Udo führt hier ein strammes Regiment. Ja, mit wem mache ich eigentlich noch richtig hier? Nee, das kann. Nee. Ich mach keinen Bock mehr. Du bist doch noch gar nicht richtig angefangen. Nee, da habe ich auch schon wieder keine Lust. Weil ich hier nur noch Lack kriege. Du hast doch gerade Lack an die Jugend verteilt. Ich hab den Jugendbetreuer das vernünftig gesagt. Bisschen autärisch. Jetzt im Ernst, was schätzt du, wie lange brauchen wir hier? Wie viele Tage? 3 Wochen. 3 Wochen. Bis zum Weihnachtsmarkt haben wir den fertig. Mit Außenlackierung, allen drum und dran. Ja, schön. Ja. Ja, wenn du jetzt das Ding weglegen willst, dann kannst du auch mit anpacken. Du sollst dich immer gegen die Kamera hauen, Udo. Was los? Was stehst du im Weg? Ich muss doch dokumentieren. Ja, dokumentieren, aber du musst nicht die Leute bei der Arbeit stören. Die arbeiten. Wo hast du denn gearbeitet? Ich hab das Ding von der Wand gemacht. Wollt ihr mal ein ganz gruseliges Monster sehen? Hier. Hallo, Kids. Bist du blöd oder was? Ja, ich bin evangelisch. Kevin, reiß die Scheiße raus! Hält doch viel zu lange auf! Ich mit 54 Jahren unten! Ja, Kinder, bewegt euch nicht, ich mach das schon! Udo! Ja! Ich euch in Glatzenhaar, guck schon wieder raus! Mann, du kannst nicht mal! Was willst du? Du sollst Vorbild sein, nicht bei den Kindern hier so rumböken. Ja, ist gut. Was willst du, Wilke? Hau ab! Der Wichser hier, ne? Genau, ich. Will ich genau. Wir sind Kinder! Ja, dann bitte hau ich deinen Fuß ins Gesicht. Werd schlecht, ey. Der steht hier nur mit der Kamera. Dokumentieren! Diskumentieren, ja, du bist unter Diskumentation. Mann, oh Mann, oh Mann. Lass mich erst gucken. Ja. Alter, nächstes Loch. Da ist gar nichts drin. Aber dann sitzt du hier fest. Du bist noch rumtrappeln. Merkst du, Alter, was? Ich lieg da drunter! Ich mach das aber vorsichtig. Ja. Ablufe ihn mir dann!
Oh, das ist das dritte Mal jetzt und jedes Mal. Wenn das Ding immer auf ist. Der ist kaputt. Wer? Du bist gleich kaputt. Ist zwar mein Hosenstall, der kaputt ist, aber du bist gleich wirklich kaputt. Ey, Kinder, wollt ihr nicht trainieren? Da bin ich so fettig wie Wilke wird. Was? Fettig wie Wilke wird? Du kannst mal sehen, was du schon Halluzinationen hast. Oh, wir sind was fertig. Was willst du? Wir sind fertig für heute. Du brauchst jetzt nicht fegen. Geh da weg. Was? Geh. Oh, du interessiert mich nicht. Dann bist du weg. Wir gehen mal zu den jungen Wilden. Die dürfen mal ruhig den Platz kaputt machen. Komm, die her. Dürfen den Platz kaputt machen, ja, oder was? Ja, hab ich jetzt gesehen. Rainer, bitte keine Fragen, einfach abnehmen. Alle zuhören, ihr müsst immer fleißig trainieren, sonst nicht, dass ihr so dick werdet wie Mettwurst hier. Du kannst noch nie meinen Möbelwagen treffen, echt nicht. Wenn du die Chance hast, die Hütchen abzuschießen, dann schießt du die Hütchen ab. Wir ich stehe da und du schießt 2 Meter an mir vorbei. Was hast du da für einen Knickfuß? Aber der Imbisswagen ist ein gutes Projekt. Ja, aber nicht mit euch beiden, mit Kevin und dir. Nee. Weißt du eigentlich, dass der mir schon seit noch länger wie du mich in den Wahnsinn treibt? Der treibt dich schon wie in die ewigen Wahnsinn. Ja. Ne? Mit dem hast du dich echt immer nicht klar. Ja, ne? Der hört ja nicht ein Wort, hört er. Ich auch nicht. Nee, der ist noch schlimmer wie du. Also machen wir nächste Woche weiter. Ja, muss ja. Irgendwie muss ja das Ding fertig werden. Ja, du mach das Ding aus, jetzt ist gut.